beim Kauf von gebrauchten Immobilien zwischen zwei Privatpersonen, also wenn der Verkäufer Privatperson ist und der Käufer Privatperson ist, ist es üblich, dass die Gewährleistung ausgeschlossen wird. Was bedeutet das für den Käufer? Für den Käufer heißt es, dass er eine Immobilie möglichst genau besichtigen sollte, bevor er sie kauft. Komme ich zum Beispiel nach der Übergabe drauf, dass es bei den Fenstern zieht, weil die Dichtungen porös sind, dann kann ich die Kosten für die Reparatur nicht mehr vom Verkäufer verlangen. Für den Verkäufer auf der anderen Seite ist es eine zusätzliche Sicherheit. Er kann sicher sein, dass er das Geld, also den Kaufpreis, weiterhin behalten kann. Er braucht sich nichts auf die Seite zu tun für allfällige Reparaturen, die der Käufer verlangt. Der Gewährleistungsausschluss ist, wie gesagt, üblich beim Kauf gebrauchter Immobilien. Man muss es nur wissen. Und wenn man es weiß, besichtigt man die Immobilie nach anderen Gesichtspunkten, als wenn man glaubt, na, wenn ihr später draufkommt, dann kann ihr die SE beim Verkäufer verlangen. Wenn ihr Fragen zum Thema Gewährleistungsausschluss habt, zögert bitte nicht, schreibt mir eine Nachricht. Ich würde mich freuen, von euch zu hören.